Jo Leute, was geht denn da und herzlich willkommen zurück zu... Ich sehe aus wie 14 Jahre Gamer Brother. Was geht? Ich hatte eine ziemlich beschissene Idee. Ich dachte mir, gib mal einen frischen Shave hier. Sieht scheiße aus. Was geht, Tizis? Es geht ab, Meister. Ja, geht ganz gut. Wir haben dein Bild schon hier gesehen von deinem tollen Bartschnitt. Ich muss sagen, sieht aus. Hast du ein bisschen Aftershave danach drauf gemacht, so? Ja, aber ich hab hier unten so einen brutalen Rasierpickel bekommen. Sieht auf jeden Fall mies scheiße aus. Es ist wirklich das kleinste Problem. Also Freunde, wir haben heute hier ein Hellspin Discard am Start. Wunderschönes Rad zur WM. Und die eine Gameshow haben, dürfen das erklären, was da abgeht. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier auf die 360-Grad-Kamera. Wir haben uns gedacht, es kam ja kein Event raus. Es steht ja so der WM-Modus vor der Haustür. Deswegen steht hier ein paar Sachen auch zum WM-Modus drauf. Der Switch ist drauf, das Hero-Pack ist drauf. Da müssen wir mal überlegen, Mindestpreis, wie viel? Was machen wir, wenn jetzt Hero kommt? Hero Discard. Machen wir irgendwas mit Mindestpreis oder einfach per Zufall? Oder 100.000 bei der Hero einstellen? Was gehen wir da rein? Ich würde sagen 100.000 bei der Hero, oder? Ja, weil ich glaube... Wisst ihr, was ich sagen würde? Guck mal, du hast was die hieß. Putzfrau hat sogar meinen Pokal geputzt, Alter. Nee, der ist total verfingert, sehe ich von der Seite noch. Ja, aber kein Vergleich. Ja, das ist jetzt, weil ich angelangt habe. Okay. Guck mal da oben. Das kann sein. Mach kein Auge auf meinen Pokal, Betrüger Simau. Geputzt wurde, was hier für Betrüger Simau? Ey, Simau, war es echt scheiße. Komm vor mir. Er schielt auch bis auf meinen Pokal, Broski, so. Das ist gerade ein bisschen Augenmache da. Aber warum Betrüger? Ein Spiel musste wiederholt werden. Ja. Bei Jenga war kein Fuß drauf. Da habe ich aber auch einer gesehen, der dann so gedrückt hat, da hätten wir auch den Stein nehmen müssen. Ob du so oder so drückst. Oh, das war die Regel. Freunde, heute geht's um Hellspin Discard. Timo vs. Simon. Stress in den eigenen Reihen. Lasst Like da. 14 Uhr kommt die Folge bei den Teasies online. Guckt euch das Rad an. Ihr seht's. Ich glaube, das Einzige, was erklärt werden muss, es gibt noch einen erster WM-Spieler des Karten, der nächste Woche kommt, und hier WM Hero Pack. Der Rest ist, glaube ich, mit Salah, Icon, Spieler, Special Ding, ist alles easy. Mein Näschen juckt, weil ich heute Morgen wieder gekokst habe. Habt ihr das auch? Ja, nur vom Koks, aber. Ab da rein. Ja, let's go. Was zählt denn? Gibt's irgendwas? Ey! Lass WM-Special machen. Jeder Deutscher in der Startelf einen Bonuspunkt. Das ist gut. Das ist geil. Idee. Was nehme ich für eine Formation? Das sieht alles scheiße aus. Das ist die Frage. Ist ja egal, gibt eh keine Special-Karten. Sowas hier schon. Hast halt aber kein LM. Ohne Flügel, weiß nicht. Der ist eigentlich ganz gut. Ich mal kein ZOM, aber. Immerhin ZOM. Ja, ich test's mal. Aber kein MS ist eigentlich scheiße wegen den geilen Icons. Aber ich muss schon den Deutschland, hier mitnehmen. Deutschland! Geht alles nicht, perfekt. Muss ich den hier mitnehmen? Deutschland! Ich glaube, von den kriegst du wahrscheinlich mehr Spieler, oder von Sid? Aber die Nation ist halt auch kritisch. Nation ist schwierig, ja. Komm, ich gehe mit CR7. Ich entscheide mich für CR7. Ja, perfekt. Schwarz und sehr weiß. Gut. Guck mal, jetzt wisst ihr auch, warum ich mich rasiert habe. Ich wollte genauso aussehen wie damals zur WM 2016, weißt du, für gutes Omen. Das ist ein Call. Geh mal hier hin. Brasilianer mitnehmen vielleicht. Brasilianer, Spanien, Frankreich, eigentlich alles gut. Kannst du irgendwas aussuchen? Ich nehm den mal mit, komm. Was ist denn mit Deuland? Ja, Deuland. Deuland! Der wäre halt, ja, ich muss ja ihn hier mitnehmen. Ja, safe call. Ist ja safe hier rein, Deuland ist niemand da. Scheiße, gib mal ein paar Deutsche, Bro. Deuland ist ja niemand da, hier, den Kamerad mitnehmen. Engländer, ohne Verkehr. Premier League, ansonsten haben wir ja niemand. Ja, geht mit rein. Oh, aber da ist ein Goretzka, ne? Das wäre ein Extrapunkt, ein Goretzka, ne? Der ist aber voll dann. Goretzka. Ich weiß nicht, der ist halt natürlich auch sexy. Der muss mit, bringt einen Extrapunkt. Ja, aber das Problem ist halt... Den durchzubekommen, ne? Ja, da muss es jetzt in der Abwehr schon stimmen, das weiß man halt nicht, ne? Das ist nimm aber trotzdem also, mit, es gibt einen Extrapunkt. Ich baue hier das unspektakulärste Draft aller Zeiten. Es ist Premier League und zwei Heroes. Ja, müssten wir eigentlich ihn hier schon mitnehmen für die Dinge, aber... Ich muss den... Rechts eigentlich mitnehmen, ne? Für CR7. Ja, aber es ist für unseren Deutscher halt irgendwie... Ja, das ist nicht seine Verantwortung, ne? Das ist schwierig. Deutschen Bro. Das ist nicht deutsch. Den muss ich mitnehmen. Ich kann ihn hier nicht mitnehmen. Ja, wenn du auf den deutschen Punkt gehen willst. Das ist aber eigentlich dumm, einen Hero liegen zu lassen. Bro, gib doch mal Deutsch. Ja. Ich versuch's. Frankreich, den kann man schon irgendwie nicht bekommen. Ist eigentlich nicht so verkehrt. Der bringt halt viel durch. Der bringt halt, sag ich mal, sich durch, ne?
Aber der bringt halt die Secondary Position. Ich wollte noch zwei von der Bundesliga, um Goretzka durchzukriegen, ne? Oder noch ein Deutscher. Der ist halt krass, aber... Der ist halt auch 92er ja. Rating, ne? Aber bringt mir halt... Ich gehe mit ihm für die Startelf. Echt? Ich muss aber den mitnehmen, oder? Ja, klar. Also wen? Hier, ihn muss ich ja, mitnehmen. Ja, klar. Will ich auch machen. Puh. 92 kannst du nicht liegen lassen. Fuck! Ich muss mit Dings gehen für die Startelf. Es tut mir leid, Eusebio. Es tut mir leid, Eusebio. Egal. Aber du bist auch wieder so eine Icon, ja, die durch das neue Draft-System nicht sinnvoll ist. Wir sind Alex Moreno, ja, immerhin. Was haben wir denn jetzt hier? Ey, der ist halt gut, ne? Der ist wirklich, ja. Der ist big. Der muss rein. Könnte man vielleicht jetzt noch bei einem. Was fehlt denn jetzt noch? Machen wir die Dinge auf. Groß. Ja. Ein Bundesligaspieler, dann sind wir durch. Ja. Am besten noch so ein LV Davis. Ja, dann sind wir durch. Digga, ich baue hier wirklich das langweiligste Fülle, ne? Draft, was die Welt je gesehen hat. Ja. Das ist ja wirklich bodenlos. Eigentlich musst du den mitnehmen, aber er bringt halt einen Punkt. Der bringt uns ja auch nichts, ne? Ja, ich muss ihn mitnehmen hier. Also zumindest mal als Backup zum Versuchen, ne? Muss ihn hier reinstellen, mal. Ach so, Wammo, was ist denn eigentlich jetzt mit Füllkrug? Zählt er als WM-Spieler? Ja, Deutscher einfach nur, ist ja egal. Ach so, okay. Was ist denn jetzt los? Und dann bringt uns gar nichts. Nee, der kriegt man aber irgendwie auch immer, ne? Ja, was machen wir da jetzt? Ja, nimm mal trotzdem mit, ne? Ja, für zum Drücken. Rating, zum Drücken, nicht verkehrt. Ja, jetzt mal dir, Broski. Schwer. Bringt uns gar keiner was. Krieg ich den noch hoch? Ja, ihn hier noch mitnehmen, aber es bringt uns gar keiner was. Scheiße, wenn wir halt eine Fülle da drin haben. Ja, jetzt kommt halt die Kacke, ne? Ja. Oh, den könnten wir. Ja, bringt uns aber als Backup mal mitnehmen, dann kommen wir zumindest. CR7 wieder, ne? Ja, und so. Ja, zumindest dann auf Chemie. Wir müssen jetzt eigentlich ein bisschen beten. Oh, Philips. Ja, bringt uns halt auch nicht groß weiter. City, Engländer. Könnten wir ja nur gegen die Rice-Schüssel ersetzen. Warum funktioniert RF, das? RF, aber den Franzose könnten wir mal mitnehmen. Für RF haben wir zumindest mit Frankreich noch einen Punkt, bringt uns aber auch nicht weiter. Na gut, aber falls ich noch einen Franzose. Hier, perfekt. Gar nicht gesehen. Ach du Scheiße. Wird aber halt immer schlechter, ne? Also ich brauche einen österreichischen Bundesliga-Trainer oder was? Es wird halt immer schlechter. Wie schnell bist du schon wieder? Als ob ich einen österreichischen Bundesliga-Trainer kriege. Ja. Also ganz dicker Zehner, das Risiko gehe ich nicht ein. Digga, ich kriege jetzt den österreichischen Bundesliga-Trainer, dann bin ich sauer. Plus eins. Okay, alles gut. Aber ich glaube, mir geht bei so... Van Bronckhorst! Die Legende! Der ist sogar ein WM-Manager. In Frankreich, aber... Doch besser, glaube ich, immer Full Chemie, ne? Ja, bestimmt der Beste einfach mit, oder? Ja. Also ich sag mal, gut, ich kann es ja nochmal umbauen hier, wir können ja nochmal den hier reinstellen. Irgendwie hinbekommen, tun wir das ja schon, ne? So ist es ja nicht, Achtung, so wären wir dann, ne? Aber... Ja, auch nicht so full, ne? Ja, oben, der fehlt und uns halt. Und LV klemmt komplett. Ja, guck mal, Kleimer. Bist du schon fertig, Broski? Ich bin da. Das ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. LV Guerrero, bringt der uns was noch? Oh ja, da könnten sie wirklich was bringen. Wegen Portugiese Portugal. Und so. Wegen Portugiese. Jetzt hängt halt Sarabia komplett da. Und dann müssten wir halt wieder mit der... Das ist halt scheiße, ne? Konstellation hier gehen. Alter, das ist ein RF, wir kriegen kein RF. RAV, fuck. RV Engländer könnte aber noch was sein. Den könnten wir gegen Sadie umtauschen und dann können wir vorne vielleicht eine Fülle tauschen. Ist der Einzige, der was bringt, ne? Also wenn ich jetzt den da reinsetze, dann ist der zumindestens und... Nee. Ja, wegen Guerrero hinten. Gut, könnte ich wieder Moreno reinbringen. Ja, gucken gleich mal. Vielleicht noch ein deutscher Torwart. Kriegt Sarabia halt wieder einer. Ja. Ich nehme einfach Engländer mal mit. McCarthy. Ist, glaube ich, egal. Okay, Broski, wir gucken gerade mal noch kurz hier beim Umbau. Was wir noch verändern könnten. Ja, alles gut. So, ja. Okay, gut, wir holen alles ab. Alles gut, Jungs. Macht euch keinen Stress. Ich bin schon im Winterschlaf. Richtig. Wichtig und richtig. Ja, immerhin. Okay, gut. Alles klar. Tut uns leid, hat ein bisschen gedauert. Wir haben eine kleine Philosophie rausgemacht. Was zeigt denn dein Draft an? Ich habe hier vor mir den Panda. Ah, nee, Waschbär. Den Waschbär? Nee, 119 habe ich. Also mit deiner Deutschen schon drin? Nee. Okay, wir haben nur 116. Ohne. Oh. Ohne Deutsche. Aber wir haben 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir gehen auf die 120. Ja, und ich habe 2 Deutsche und gehe auf die 121. Let's go. Let's go, Digga. Mein Draft ist so ein langweiliges Stück Scheiße. Ich habe voll Premier League mit Havertz und dann einfach Rudi Völler und Cordoba Jürgen. Ja, perfekt. Okay. Wir sind halt, wir haben uns Es wird gedreht! Gegen die Full Chemie entschieden. Ah!
und mehr auf die Deutschen, aber der RF hat allerdings reingeschissen. Hätte man da einer gekriegt, wäre es top gewesen. Hätten wir besser, glaube ich, den Franzose von mitgenommen. Ja. Aber Arnold, oder? Was kann das? Oh, Scheiße! Das ist ja ein Vollbruch! Oh nein. Was ist es? Warte mal. Guck mal ganz kurz auf Food drin gehen. Oh nein, wie gut. Oh! Salah! 900k ist er wert, 2,9 Millionen Price Range. Es ist der Bruch! Es ist der Bruch! Es ist ein Es passt ja einfach. Ich hol mir alles zurück, Freunde. Ich hol mir alles zurück. Es bis passt auf den einfach. Letzten Cent. Geh auf den Markt. Jetzt den teuersten. Ja, ich bin drauf. Was war das letzte Mal? Welche Nummer? Die 5? Letztes Mal war es die 5. Sollen wir die nehmen? Ja, ja. Achso, hat man verstanden. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, ich kaufe 925. Das ist danach okay. 950. Das ist okay. Dann wow. Danach wäre gekommen 1,8 Millionen, 1,9 Millionen. Ja, passt trotzdem. Hey, ich nehme auch die 900k voll. Passt trotzdem. Ich nehme auch die 900k. Ach, ist das geil! Ist das geil, Junge! Ich rasiere mich jetzt immer auf nackig. Ich glaube, das ist so mit. Ich sehe zwar aus wie eine Missgeburt, aber ist okay. Kann man vielleicht für sowas ja. Dann verwenden hier. Für die Topform. Wir haben ihn drin, den guten Mann. Wir haben es genutzt hier für eine schöne SBC bei Ansu Fati. Immerhin. Digga, 950k schon wieder weg. Das ist eine Mille, Digga, das ist so krass. Digga, das wäre ein Sechstel meiner Münzen. Ich habe 6,5 Millionen Münzen gerade auf der Uhr. Das ist alles, was ich habe. Ich habe nicht mehr. Haben wir auch, ja, haben zwar noch ein bisschen was im Verein, aber auch viel verkauft mittlerweile. Unser Team kostet ja nichts, ne, was wir haben. Ja, ein paar Banger sitzen bei uns noch, aber tut trotzdem weh, Digga. 1 Million so, jetzt schon zum frühen FIFA-Teil, Start, ist schon mies. Na gut, was soll man sagen, ne? Ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen da oben da, würde ich sagen, ne? Lasst einen Daumen da. Tschüss.